Das ist Weiterbildung, Weiterbildung. Das ist gut, dann nehmen wir jetzt wieder die Poster. Das kennen wir ja. Bevor wir das machen, fangen wir wieder in der Ecke an. Mit dem Goldstern. Weil wir müssen ja irgendwie Stufe 5 erreichen. Stufe 4 haben wir schon. So. Klassiker, Anatomie. Gehirn. Spritzenhaus. Jetzt ist die Frage, haben wir da was Neues? Können wir da was kaufen? Sporttrikot. Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht. Vorzeitige Mumifizierung, Schildkrötenpanzer, schockschwere Not, Tupferei, Anatomie, Rodde, nö. Pixeliose, Clownerei, Erleuchtung. Nö, haben wir nicht. Okay. Ja gut, dann ist ja einfach. Warte mal, dann nehmen wir das mal weg. Sieht hier so kacke aus. Wir machen weiter mit Goldstern hier. Dann nehmen wir die Anatomie, die packen wir hier hin. Und dann machen wir weiter mit Goldstern, bis wir Stufe 5 haben. Das ist ja nicht mehr so lange. Weil wir kriegen halt viele Auszeichnungen. Hier ist noch ein bisschen nackt, ne? Wir können ja auch mal hier Zeichnungen von geretteten Kindern. So. Das habe ich mir nämlich fast gedacht. Aber ich wunderte mich die ganze Zeit, dass die Blume da so gar keine Probleme macht. Jetzt ist gut. Alles klar. So, dann haben wir unser Spritzenhaus auch endlich. Sehr, 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 sehr. Hier brauchen wir eine Krankenschwester für. Können wir mal gerade jemanden ausbilden? Wird zornig, wenn er aufs Klo muss. Nee, dann will ich den nicht haben. Sehr gut. Einstellen. Ja, du nimmst an einem Kurs teil, und zwar Behandlung. Da haben wir ein paar... wer könnte denn hier Assistenzarzt? Können wir ja selber ausbilden, müssen wir ja nicht machen. Wen haben wir denn? The Real Username. Guten Tag. Wollte mal eben vorbeischauen und kurz mal Hallo sagen. Also, hallo. Hallo zurück. Kannst du dich noch dran erinnern? Nein, ne? Wollte ich den jetzt hier ausbilden? Ja, macht Sinn, ne? Pflegeschüler. Ich muss mal ganz kurz denken. Ich weiß, das fällt jetzt wieder schwer. Wie viele Behandlungsräume haben wir denn? Ich vergesse immer, wer hier für was zuständig ist, weißt du? Also Spritzenhaus, Krankenpfleger. Farbtherapie, Krankenpfleger. Frakturstation haben wir nicht. Zirkustherapie, Krankenpfleger. Das heißt, bin übrigens der Benutzername von Twitter und so. Ach, der Benutzername, so, jetzt verstehe ich das erstmal. Ja, Hallöchen, ich grüße dich. Und wie viele Anmeldungen gibt es schon für das Trash-Osterwichtel? Sagt man bei Ostern überhaupt Wichtel? Weil Wichteln habe ich immer mit Weihnachten im Kopf. Weil Wichteln. Aktuell sind es, glaube ich, 10. Das ist doch schon mal was. Wann ist denn überhaupt Ostern? Im März oder April? Im März, ne? In diesem Jahr. Das ist ja immer anders. Deswegen frage ich nicht, weil ich nicht weiß, wann Ostern ist. Am 4.4., Anfang April, siehst du? Ist nämlich auch oft im März. Mhm. Ich habe so überhaupt keine Ahnung von diesen Daten. So, was hatten wir denn? 1, Spritzenhaus, 2, 3. Also wir brauchen 3 Krankenpfleger aktuell.
Und wir haben 5. Das ist doch so schlecht nicht. Aber bin ja nicht hier, um über mich zu reden. Warum nicht? Kannst du ruhig machen. Hier ist alles gut. Hier kann man machen. Wir sind hier total entspannt. Ach, einen wollte ich... einen wollte ich zum... stimmt. Warte mal. Einen wollte ich doch... hier den Stümper. Nee, doch. Der ist noch nicht ausgebildet, ne? Kann man die Ausbildung nochmal abbrechen? Oh. Oh. Kann man Weiterbildung abbrechen? Weiß das einer? Weil der sollte doch hier Medizin, hier, weißt du? Apothekenverbesserung kriegen. Kriege ich das Geld wieder? Wahrscheinlich nicht, ne? Habe ich schon bezahlt? Ja, das ist manchmal ein bisschen kompliziert. Instandhaltungsdurchsage. Du kennst das Spiel nicht? Gewartet werden. Was soll ich dazu sagen, wa? Hier, Herr Stümper, kommen Sie mal her. Wir machen mal eine andere Ausbildung mit Ihnen. Neue Ausbildung lernen. Genau so sieht's aus. Und zwar Apothekenverwaltung. Weißt du was? Das macht unsere Apothekerin, weil wir geizig sind. So, so machen wir das nämlich. Da ist die Apotheke jetzt mal eben nicht besetzt. Muss eh repariert werden. So, der kann geupdatet werden. Und der muss eh repariert werden. Wieso sind wir denn schon wieder so im Minus? Wir machen doch Gewinn. Also, ich weiß, dass es um das Management eines Krankenhauses geht und die Krankheiten eher unkonventionell sind. Hab's aber selbst noch nie gespielt. Ja, Two Point Hospital lehnt sich ja sehr, sehr stark, weil auch einige der damaligen Entwickler in diesem Projekt auch wieder mit drin sind, von Theme Hospital. Das war noch zu Zeiten mit 2D-Grafik und so weiter ein absoluter Kracher, weil das ein so bescheuertes Spiel ist mit so beknackten Krankheiten und so viel Slapstick. Das habe ich damals gesuchtet. Das war so geil. Und ich hatte mich lange gefragt, ob es mal irgendwann einen Nachfolger gibt. Und mit Two Point Hospital haben sie wirklich einen guten Nachfolger gemacht. Ich kann es wirklich nur empfehlen, wenn man auf sowas steht, wie ein bisschen Management, aber das Ganze gewürzt mit viel Blödsinn. Also das muss man ehrlich sagen, das ist hier viel Blödsinn mit drin. Das ist schön. So, was haben wir denn? Herausforderungen. 90 Tage ohne Todesfall. Ja, ja, das schaffen wir bestimmt nicht. Gut, wir befördern mal eben durch, weil wir haben ja wieder Geld. So, alles klar. Also, ich kann es wie gesagt nur empfehlen. Es macht viel Spaß, aber man muss natürlich auch auf solche Spiele stehen. Ne? Wenn es um Aufbauspiele geht, bin ich in Planet Coaster verwurzelt. Ja, das ist auch so. Die Tages werden von einer aufregenden Entwicklung dominiert. Ein Krankenhaus ist jetzt in der Lage, ein Spritzenhaus mitsamt neu entwickeltem Spritzmeister einzurichten. Das sind wir. Das klingt ja überhaupt nicht unangenehm. Nee, überhaupt nicht. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Ich bin ja zurzeit eher Planet Zoo. So, Dennis Stümper bildet sich aus und dann müssen wir mal eben gucken. Ja, da müssen wir hierfür noch eine Ausbildung machen, ne? Gwendolin Schlachter. Kriegt ja auch noch eine Ausbildung. Ja, Zirkusproblem, ich würde sie gerne machen, aber aktuell habe ich nicht genug, ne? Ich muss mal eben Personalplanung machen, Sekunde. So, du bist Heiler. Richtig. Du wirst Heiler. Du bist Station. Du wirst Heiler. Du nicht. Ein Arzt in die Psychiatrie.
Du nicht, du nicht, du nicht. Du nicht. Ja, das heißt, wir haben 1, 2, 3, du auch nicht. 4. 4 Leute für den Bereich, das passt. Die Diagnostiker, alles klar, sonst ist keine Diagnostik. Schon wieder einer tot, habe ich wohl nicht geschafft. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Ja, perfekt. Jetzt müsste der eigentlich nur fertig werden. Ach, den muss ich nur befördern, ne? Erforderlich. Toter Patient auf dem Flur. Was? Ist ja widerlich. Planet Zoo schreibt The Real Username. Hatte ich mir in der Early Beta irgendwas Phase geholt. Hab's dann angespielt und wieder zurückgegeben. Nicht so meins. Das ist doch dasselbe wie Planet Coaster. Also nur, dass du eben kein Fahrgeschäft baust, sondern Löwenkäfig. Also das sind ja selbst die Gegenstände sind ja oft gleich. Ist ja auch derselbe Entwickler. Nur, dass Planet Coaster ein bisschen älter ist, ne? Aber grundsätzlich, ja, wer nicht so auf Tiere, Zoo und so weiter steht, der ist dann mit Planet Coaster mit Sicherheit gut aufgehoben. Ich habe sie beide, bin aber eben zurzeit eher mit Planet Zoo unterwegs. Wenn das mal so richtig einschläft, was allerdings noch Jahre dauern könnte, dann könnte ich mir auch mal so einen Planet Coaster vorstellen. Eventuell hole ich mir Planet Zoo mal in ein paar Jahren, wenn es mit allen DLCs für 10, 20 Euro zu haben ist. Ja, dann lohnt sich es auf jeden Fall, kann man nicht anders sagen. Also lohnen kann man sagen, es lohnt sich. Es wird ja auch weiterentwickelt, also insofern ist man ja auf dem richtigen Weg. So, jetzt muss ich mal eben weitermachen hier mit meinem Personal. Das heißt, Gwendolin Schachler, wo bist du? Du kriegst deine Ausbildung, die machen wir jetzt weiter. Pausenzimmer erforderlich. Behandlung. Da haben wir bestimmt einen Ausbilder für, oder? Ja, hier, nimm einen Assistenzarzt. Und den gerade frisch gewaschenen... Du auch, genau. So, ansonsten sehe ich da eigentlich erstmal keinen Bedarf, ne? Nö. Gut, weiter geht's. Was machen denn meine Forscher gerade? Nichts. Gut, das ist auch sinnvoll, weil wir reißen mal eben die Forschungsstation ein bisschen ab. Bearbeiten die mal. So. Was ist denn schon wieder? Die haben aber auch alle Probleme, ne? So. Ja, ja. Ein Krankenpfleger wird in der Kardiologie verlangt. Weil wir brauchen ja nicht so ein riesiges Forschungszimmer, ne? Finde ich. Naja, bei Planet Coaster finde ich halt die Thematik interessanter. Ist wahrscheinlich Geschmackssache. Sagt ja auch nicht, dass es ein schlechtes Spiel oder so ist. Nur halt nicht so meins. Nee, das ist auch nicht nie bewertend gemeint. Da soll auch jeder seinen Geschmack haben. Dafür haben wir ja so eine schöne Auswahl an Spielen, weißt du? Das ist bitte ja. Hinterlassen Sie die Toiletten in dem Zustand, in dem Sie sie vorfinden möchten. Und nicht, wie Sie erwarten, sie tatsächlich vorzufinden. Ja. Die haben alle Angst, ne? Das sind alles feige Brüder hier. So. Wir machen mal eben hier den Forschungsbereich in Schick. Was brauchen wir denn? Eine Tür? Wobei, warte mal, warte. Kann mal einer dieses scheiß Gespenster jetzt wegnehmen? Das ist ja unglaublich. Muss das denn jetzt hier passieren? Ja, der ist gestorben aufgrund meiner ach so fähigen Behandlung und terrorisiert jetzt so ein bisschen das Krankenhaus. Aber ich habe einen, wenigstens erstmal einen, der könnte den wegsaugen. Aber der ist gerade wohl beschäftigt. Ja, ja, ja. Weißt du, das sind immer diese Toten, die sich wichtig machen. So, frei nach der Devise, ich bin in deinem Krankenhaus gestorben. Unglaublich. Als ob das irgendeine Sau interessiert, weißt du? Bist du eben tot, kann ich ja nichts für. Also ich meine schon, aber eigentlich auch nicht, weil ich tue ja alles, dass ihr besser, also hier, das gut ausgebildet wird, weißt du? Das ist ja der Punkt. Ich bin ja stets bemüht im Rahmen meiner Möglichkeiten. Gut, das ist nicht viel, aber naja, immerhin.
Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Jaha. Was ist denn jetzt schon wieder hier? Achso, der speichert. Ich möchte mal eben hier das Zimmer fertig kriegen. Das Forschungszimmer.